Gehen wir raus zu Michael Leiniger. Da habe ich auch gerade ein paar Versprecher aneinandergereiht und bei eurem Spiel hat es auch so ein paar Stolperer drin heute Abend. Michael, was läuft nicht heute Abend aus deiner Sicht? Ja, es läuft eigentlich sehr viel nicht. Wir spielen sicher nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Aber es gibt es manchmal. Ich glaube, du hast gesagt, das Stadion muss man holen. Ich glaube, das Stadion lebt hier. Jetzt müssen wir hier etwas zurückgeben. Und eben so gewisse Inputs, wie du hast gesagt, müssen wir jetzt bringen. Hoffentlich kann irgendein Spieler den Funken ein bisschen zünden. Ja, eben jemand, der das Zepter übernimmt, die Verantwortung übernimmt. Aber ihr könnt auch Einfluss nehmen vom Coaching-Team, allenfalls mit Umstellungen. Da hat es etwas schon gesehen, hat uns gedunkt, am Schluss vom Drittel. Machen wir da etwas? Ja, haben wir schon probiert. Oder? Wir waren schon am Diskutieren, jetzt dennoch, wie dass wir der Mannschaft helfen können oder einzelnen Spielern helfen können. Es geht ja um das. Wir wollen auch besser spielen. Auch wir als Coaches wollen etwas dazu beitragen, das ist klar. Okay, alles klar. Danke vielmals. Ein gutes Drittel.